Da habe ich auf jeden Fall etwas, wovon ich persönlich sehr begeistert bin. Und ich denke, die meisten von euch auch, weil die meisten kennen es. Aber für diejenigen, die es jetzt nicht kennen, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns gleich nochmal einen kurzen Trailer angucken. Einfach, dass wir mal ein bisschen mitbekommen, worum es geht. Es geht hier um S und G. Das hat nichts mit Fast Food zu tun, so nach dem Motto S und G. Es geht hier um etwas anderes. Um diese Missverständnisse eben auch nicht gar nicht erst aufkommen zu lassen, wollen wir jetzt gemeinsam eben diesen Trailer anschauen oder diesen Einblick, diesen kleinen. Und danach würde ich gerne noch was dazu sagen, was sich da entwickelt hat in den letzten Jahren. Es ist fantastisch. Die Medien prägen unser Denken, unsere Gespräche, unsere Emotionen, unser Handeln, unser Streben. Sie schaffen unser Weltbild, sie setzen Werte und Ideale. Wir sind erleichtert darüber, dass wir so allumfassend informiert werden und in der modernen Zeit leben, wo sich jeder selbst die Meinung bilden kann. Nur, wer gibt uns die Auswahl dessen, worüber wir selbstständig entscheiden dürfen? Wird uns wirklich Pro und Contra berichtet, wodurch wir fortschrittlich selber die Wahrheit finden können? Viele Menschen wollen auch gerne mal die ausführliche Gegenstimme hören. Darum brauchen wir neue, freie Volksmedien, die uns alles erzählen. Zeitungen, die das Contra des verbreiteten Pros beleuchten. Stimme und Gegenstimme. Kurz S und G Handexpress. Dies ist eine Zeitung, die sich von Hand zu Hand unter dem Volk verbreitet. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien brauchen wir. Eine Zeitung, in der wenig Gehörtes aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft unter die Volkslupe kommt. Transparenz schaffend, enthüllend, inspirierend, unentgeltlich, frei. Die Menschen haben ein Recht auf Stimme und Gegenstimme. Eine Zeitung für jeden, der die Mainstream-Medien kritisch hinterfragt und der sich aufmacht, um etwas zu verändern. Jeder Leser gibt den S&G Handexpress verbindlich an 3 Menschen weiter, die ihn wiederum an 3 weitergeben. So können binnen kürzester Zeit Millionen von Menschen erreicht werden. Ergibt sich ein Loch im Informationsnetz, dann schließt es der Leser sogleich selbstständig und setzt sich mit ganzer Kraft für die Verbreitung dieser Zeitung ein. Dank dem S&G Handexpress-Prinzip kostet jede neue S&G dem einzelnen Kurier gerade einmal 3 Kopien. Mehr nicht. Jeder Kurier läuft zudem nur den einen Weg zu seinem internetunabhängigen Kurierkiosk, um dort seine S&Gs abzuholen. Einfach und effizient. Stimme und Gegenstimme S&G Handexpress. Diese Zeitung wird die Auflage jeder großen deutschsprachigen Zeitung bald schon übertreffen können, wenn wir dieses Netzwerk mit vollem Elan und Überzeugungskraft bilden. Mach mit! Sie haben auch wichtige Infos? Verfassen Sie davon einen kurzen Handexpress-Artikel, nennen Sie darin Ross und Reiter und senden Sie Ihren Kurzartikel an sug@infopool.info. Mach mit! Also, vielleicht kennt ihr die Leute auch. Ich kenne solche Leute persönlich, die es immer gut meinen, die immer eine gute Lösung parat haben, so in der Theorie, die dann sagen, ja, schlimm mit dem Ganzen, was im Internet passiert, Zensur und so weiter, alles, was auf uns zukommt, da muss man mal was machen. Ja, genau, richtig, stellen wir morgen auf die Seite und dann schicken wir es per E-Mail rum und wie auch immer. Und du merkst so richtig, eine richtige praktische Lösung gibt es einfach nicht oder keiner hat da richtig was hinter. Und dann kennt man eben aber auch Ivo. Und er hat es wirklich angepackt. Er hat es schon vor Jahrzehnten, glaube ich, hast du schon gesagt, die Zensur, die wird kommen. Er hat es einfach damals schon gesehen. Und Anfang 2012 war es dann soweit, da hat er ganz praktisch eben diesen Handexpress ins Leben gerufen, aus der Not heraus, dass die Zensur im Netz einfach immer mehr zunimmt. Du kannst immer weniger dort eben dich austauschen, du kannst immer weniger deine Meinung äußern. Das bekommt ihr auch mit, jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung nochmal ein ganz großer Sprung. Und er hat sie ins Leben gerufen, Anfang 2012. Das heißt, wir sind jetzt aktuell im 7. Jahr bereits. Wir haben bis heute 416 Ausgaben der S&G. Das darf man sich mal reinziehen. 416 Ausgaben. Es sind insgesamt, heißt das, 3828 Artikel, die wirklich in Kürze auf den Punkt gebracht wurden. Denn das war Ivo wichtig, dass man nicht wieder irgendwo ein Blatt hinlegt, wo dann, ich sag mal, über Seiten irgendwas dann, ich sag mal, ausformuliert wird, sondern eben in Kürze
das Anliegen auf den Punkt irgendwo rüberkommt, in Nussschalenformat, wie er gesagt hat, dass man es schnell aufnehmen kann. Gleichzeitig entstand dann auch über die Jahre ein Jahrbuch für jedes einzelne Jahr. Da waren die ganzen Ausgaben nochmal jeweils in einem Jahrbuch eben zusammengefasst. Das bedeutet, wir haben jetzt schon 6 komplette Jahrbücher und das 7. wird im Januar dann kommen, im Januar 2019, da freuen wir uns schon drauf. Diese Jahrbücher, das sind Zeitdokumente zum Schutz eben auch der Geschichtsfälschung. Das muss man sich wirklich klar machen. Natürlich, wir nutzen es aktuell, um Informationen auch zu bekommen zum Stand, um eben auch Stimme und Gegenstimme mitzubekommen. Aber es ist auch ein Zeitdokument. Das werden wir haben in ein paar Jahren, wenn dieser ganze Spuk wirklich vorbei ist. Wenn das Ganze dann wirklich, ich sag mal, auch gerichtet wird, wenn das Ganze wirklich, wenn Gerechtigkeit kommt, dann haben wir eben dieses Zeitdokument, wo wir sagen können, Moment mal, ihr Schlawiner, ihr könnt euch jetzt hier nicht einfach rausreden, das wart ihr wohl. Wir haben es hier zusammengefasst und ich finde es deswegen so wertvoll. Wir haben dieses Jahrbuch, sowie auch die S&G, alles zusammengefasst auf einer Website, die findet ihr auch auf jeder S&G, hinten auch am Infostand oder eben über euren Kontakt auf s-und-g.info. Wie gesagt, steht aber auch nochmal auf der S&G drauf. Wichtig eben, es haben Hunderte von Menschen auch an diesem Projekt mitgemacht. Ja? Das heißt, Hunderte von Menschen, die sich investiert haben, recherchiert haben, die geschrieben haben, die Qualitätssicherung gemacht haben. Denn hier ist nicht ein Artikel einfach durchgegangen, das weiß ich, weil ich eben auch in der Redaktion mithelfen darf hin und wieder. Es ist wirklich ein Aufwand. Da hängen wirklich eine ganze Kette von Menschen dran, bis ein kleiner Artikel rauskommt. Und ich bin einfach begeistert davon. Denn auch für dieses Projekt, genau wie für alle anderen, die Ivo ins Leben gerufen hat, da fließt nicht ein Cent. Ist das nicht der Hammer? Also ich finde, das hat einen Applaus verdient. Einen ganz dicken Applaus, muss ich wirklich sagen. An alle Helfer, die auch hier in der Halle sitzen. Hunderte von Helfer, die wirklich in ihrer Freizeit, es ist ja nicht so, als wenn die freigestellt werden von ihrem Arbeitgeber, in ihrer Freizeit, nach Feierabend, teilweise vor Arbeitsbeginn, da sitzen und treu ihre Arbeit machen, damit die Artikel rausgehen. Also ein ganz herzliches Dankeschön. Ihr seid echt Helden auch in diesem Bereich. Es ist faszinierend. Ja, dann haben wir auch jetzt mal zu den Zahlen. Wie groß ist jetzt, ich sag mal, die S&G schon in der Verteilung? Wir haben ja vorhin von dem Netzwerk gehört, 3 und 3 und 3. Und wir haben aktuell an aktiven Kurieren keine Ahnung, wie viele Leute. Ja, warum keine Ahnung? Das hat eben auch einen strategischen Grund. So ein Handexpress, der macht ja nur Sinn, wenn er eben auch, ich sag mal, geschützt ist, wenn eben diese Leute nicht zentral irgendwo per Daten erfasst sind. Es gibt also jetzt nicht hier irgendwo eine Datei, wo wir sagen, da sind jetzt alle, die jetzt mitmachen drauf. Nachher geht uns die Datei verloren, dann sagen wir, oh sorry, und das ganze Netzwerk ist aufgeflogen. Das ist eben der Hit. Das ganze Ding funktioniert vor Ort, eben über diese 3-zu-3-zu-3 Strategie. Und man hat wirklich viel Spaß auch vor Ort. Das heißt auch Treffen in kleineren Runden mit seinen Leuten, die dort auch mitmachen. Es gibt Aufklärungsabende, es gibt einen S&G-Kiosk, der gebaut wird. Also viele Aktivitäten, die man unternimmt. Nicht einfach nur, ich sag mal, im Netz, das machen wir auch. Da erreichen wir momentan sehr viele Menschen, aber eben auch vor Ort persönlich. Das heißt, wenn das Ganze mal zusammenklappt und zensiert wird, dann haben wir noch unseren Kontakt. Wir haben uns noch persönlich vor Ort. Wir haben eine Struktur, über die eben auch immer noch Stimme und Gegenstimme fließen können, über die von euch, von der Basis her Informationen hochfließen können, wo wieder Artikel draußen stehen. Also ein Netzwerk, was lebt, was funktioniert, unabhängig vom Netzwerk, vom Internet. Das Ding, das läuft schon jetzt hier im 7. Jahr. So, ohne einen Cent, mit Tausenden und Hunderttausenden von Leuten. Ich kann es nicht sagen, wie viele Leute da drinnen stecken jetzt aktuell, aber eben europaweit. S&G gibt es auf 15 Sprachen, auch hier, Tendenz steigend. Wir haben Übersetzungen in alle möglichen Sprachen. Einfach als Beispiel Englisch, Russisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch. Eben auch in Ungarisch gibt es einzelne Ausgaben. Ukrainisch, Schwedisch, Polnisch, Litauisch, Isländisch, Arabisch. Und auf Russisch erscheint die sogar gleich mit der Deutschen eben auch im Rhythmus so um die einmal die Woche. Also das ist doch der Hammer, oder? Also... Es ist wirklich der Hammer. Und das Schöne eben, es kostet dich 3 Kopien auf deinem Kopierer. Ich denke, das ist tragbar für jeden. Und es bringt dir eine absolute Versicherung für eine Krisenzeit. Eine absolute Versicherung, weil, wie Ivo schon gesagt hat, wir stehen dann für dich ein, du stehst für uns ein. Da beginnt das Netzwerk dann eben unabhängig vom Internet auf der persönlichen Schiene auch zu funktionieren.
Und das geht aber nur, wenn wir es jetzt anfangen zu üben. Wir können nicht warten, okay, das Internet ist zu, gut, dann üben wir jetzt S&G. Nein, das muss jetzt laufen eben. Ne? Und deswegen seid ihr alle herzlich eingeladen, auch ihr Gäste, die ihr da seid, jeder Einzelne. Informiert euch am Infostand, sprecht eure Kontakte an. Es ist wirklich ein kleiner Aufwand mit einem großen Erfolg für euch, eben auch fürs ganze Netzwerk. Wir brauchen euch, aber wir merken, ihr braucht auch uns. Das ist so ein bisschen die Kehrseite. Und da freuen wir uns drauf, eben mit euch gemeinsam eben dieses Ding voranzubringen. Und eben auf diesem Weg erreichen wir in Kürze Millionen von Lesern ohne Internet und bringen eben Licht in Meinungsmanipulation und Krebstreiberei der Massenmedien weltweit.